So, Norbert, jetzt wollen unsere Zuschauer und ich natürlich auch wissen, was haben wir im Regelquiz richtig und was haben wir leider wohl falsch gemacht? Ja, gehen wir erstmal zur ersten Szene. Da war tatsächlich ein Fehler drin. Du hast das demonstriert, dass du den Putt so gemacht hast, diesen letzten kurzen Putt ins Loch. Und dabei hast du auf beiden Seiten der Spiellinie gestanden mit den Füßen und das nicht erlaubt. Also da war der Regelverstoß. Okay. Da fragt man sich, wieso kommt es zu so einer komischen Regel? Und früher haben wohl Leute systematisch so geputtet, so einen Crockett-Stil. Und das wollte man nicht. Und deshalb hat man diese Regel irgendwann eingeführt. Aber jetzt kommt's. Und da gab es eine ganz witzige Situation vor wenigen Monaten. Die will ich mal zeigen. Komm einfach mal mit. Du hast das vorbereitet, wie ich sehe. Ja. Das sah so ähnlich aus wie hier. So Also da ähnlich. hat ein Spieler in den Baum geschlagen und der hing tatsächlich in den herabhängenden Ästen fest, der Ball. Also unglaublich eigentlich, ne? Komm, einmal. Genau. Und dann hat er überlegt, darf ich den Ball überhaupt spielen? Und die erste Frage, die er sich gestellt hat, der bewegte sich im Wind. Darf ich das überhaupt? Ist das ein sich bewegender Ball? Man darf ja keinen Ball, der sich noch bewegt, spielen. Das war aber relativ schnell klar, das darf er, weil wenn der Ball irgendwie im Baum hängt und der Baum sich bewegt, ist das kein sich bewegender Ball. Und dann hat er gesagt, ja super, dann nehme ich meinen Driver, größte Schlagfläche, und Klar. dann mache ich das so und schlag den aufs Grün. Boah, der war richtig gut. Der war wirklich gut. Naja, ich habe das auch, das natürlich tierisch Ein bisschen oft geübt. Applaus bitte. Ja, kannst mal sehen. Kannst auch was von mir lernen. Nein. Also so hat er das auch gemacht und war dann ganz happy, dass er diesen Ball dahin gekriegt hat. Und dann hat er tatsächlich am Ende zwei Strafschläge gekriegt. Warum? Weil er hat sich so hingestellt, dass er auf beiden Seiten seiner Spiellinie stand. Ah, okay. Hätte er also so gestanden, Seitlich dann am wäre alles gut Körper. gewesen. Aber so ist es eben nicht erlaubt. Also hier ist diese merkwürdige Regel nochmal ins Spiel gekommen. Also das war Szene 1, da ist tatsächlich ein Regelverstoß gewesen. Kommen wir nun zur zweiten Szene im Regelquiz. Ob ich da wohl noch einen Fehler begangen habe? Ja, hast du tatsächlich. Hast ja extra gemacht. Du hast damals Sand, das zeigen wir auch gleich nochmal, vom Grün entfernt, aber auch vom Vorgrün entfernt. Und das ist nicht erlaubt. Sand und lose Erde sind gegen die Intuition nicht lose hinderliche Naturstoffe, so wie Blätter und Zweige und Äste. Die dürfen im gesamten Gelände nicht entfernt werden, Sand und lose Erde, außer auf dem Grün. Das heißt, den Teil, wo du den Sand vom Grün weggemacht hast, das war in Ordnung. Aber da war ein Teil auch auf dem Vorgrün, sieht man jetzt gleich. Und das war eben Regelverstoß. Aber ich glaube, das haben alle unsere Einsender richtig erkannt, oder? Ja, das haben alle gewusst. Das hat uns natürlich auch sehr gefreut. Sehr schön. Jetzt aber mal hoffen, dass ich nicht auch in Szene 3 noch einen Fehler gemacht habe. Tatsächlich, du hast keinen Fehler dabei gemacht, obwohl der eine oder andere das vermutet hat. Also zunächst hast du mit dem Driver geputtet. Das ist aber erlaubt. Man darf mit jedem Schläger putten, mit dem man putten möchte. Was man nicht darf, ist, sich den Fahnenstock zu nehmen, dass er einem hilft. Wenn ich jetzt also einen langen Putt machen würde und dahinter liegt der Fahnenstock und hält den auf, dann wäre das ein Regelverstoß gewesen. Ist aber hier nicht gewesen. Du hast ja eingeputtet mit dem Schlag und deshalb war das in Ordnung und kein Regelverstoß. Du hättest übrigens auch nicht den Fahnenstock nehmen dürfen und den zum Beispiel zur Orientierung irgendwie dahinterlegen müssen, wenn das jetzt deine Schlaglinie sein soll oder so. Das wäre auch ein Regelverstoß gewesen. Aber das hast du ja auch nicht gemacht. Der lag da einfach so ein bisschen wild im Weg. Nicht empfehlenswert, aber kein Regelverstoß. Und noch nachzutragen bleibt, in der zweiten Szene hast du ja geputtet mit einer Hand. Das hat auch der eine oder andere gemerkt. Und das ist kein Regelverstoß. Es gibt keine Regel, die das verbietet.